Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr seid herzlich eingeladen zum Gebet. Ihr könnt es den ganzen Tag durchhören und mitbeten. Wir starten jetzt das Gebet mit dem Wochenspruch von dieser Woche, Lukas 9, 62. Dort sagt Jesus zu den Menschen, die ihm nachfolgen wollen: Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für die Ruhe der Nacht, für das Licht von dem neuen Tag. Lass uns heute bereit sein, auf dich zu schauen, das zu tun, was dir Freude macht, was deine Liebe zu den Menschen bringt. Lass uns achten auf deine Weisungen. Guter Gott, bist du mit uns in allen Stunden von diesem Tag. Amen. Das Lied zum heutigen Tag ist von Paul Gerhardt, ist Gott für mich so trete, gleich alles wider mich. Ihr findet einen Link unten nachher. Oder ihr könnt mitsingen, das Lied. Ich lese euch die ersten zwei und die letzten zwei Strophen, lesen, dass ihr einen textlichen Eindruck habt. Ist Gott für mich so trete, gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Nun weiß ich und glaub feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steh und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Kein Engel, keine Freuden, kein Thron, kein Herrlichkeit, kein Lieben und kein Leiden, kein Angst und Fährlichkeit, was man nur kann erdenken, es sei klein oder groß, der keines soll mich lenken aus deinem Arm und Schoß. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Soweit der Paul Gerhardt. Als Psalm der Woche haben wir den Psalm 34, die Verse 18 bis 20 und 23. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, hilft er. Der Gerechte muss viel erleiden, aber der Herr hilft ihm aus alledem. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die Lesung zum heutigen Tag ist aus dem Epheserbrief, aus dem 5. Kapitel, die ersten 8 Verse. Der Paulus schreibt dort an Christen in Ephesus: Liebe Geschwister, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis,
Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Amen. Als Wort zum Weiterdenken hören wir von Martin Luther King, von dem US-Amerikaner, der die Bürgerrechtsbewegung geprägt hat. Er hat einmal gesagt, unsere Generation wird eines Tages nicht nur die bösen Taten der schlechten Menschen zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Guten. Wir beten. Jesus Christus, danke, dass du uns das Leben geschenkt hast. Danke, dass du uns ermutigst, das Gute und deine Liebe zu verbreiten in der Welt. Ja, wir haben es gehört, nicht nur das Schlechte soll sich verbreiten, sondern auch das Gute. Auch das soll nicht schweigen, das soll sich nicht zurückziehen, soll sich zeigen in unserem Leben, dort wo wir sind. Darum schenke ich uns Weisheit und Ideen, wie wir einander das Gute schenken können in diesen Zeiten, wo wir drinnen sind, wo es schwierig ist, zueinander zu gehen, wo wir andere Wege suchen, für beieinander zu sein, Gemeinschaft zu haben. Wenn wir dein Wort hören, stehen wir immer wieder da und ertappen uns, dass wir leichtfertig damit umgehen oder bequem schweigen. Gib uns den Mut, klar zu reden. Lass uns deinem Beispiel folgen und in deiner Liebe bleiben. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die im Gesundheitswesen in diesen Tagen tätig sind, dass sie Gelassenheit haben, dass sie Aufmerksamkeit haben in dem Moment, wo sie sind, dass sie sich nicht in die Unruhe versetzen lassen. Schenke uns Ruhe und Frieden und den Menschen, die umgetrieben werden von den Nachrichten auf all dem, was in der Welt vorgeht. So beten wir das Gebet, das Christus seinen Jüngerinnen und Jüngern gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich zugewandt. Er tue uns stärken und fördern, das, was wir mit unseren Händen abpacken. Ja, das Werk von unseren Händen tust du fördern, guter Gott. So segne uns der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.